Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu diesem sehr... Ich denke mal, es wird kurz. Wer den Insta-Post neulich gesehen hat auf meinem Kanal, weiß, ich drehe so Videos im Moment für meine Gemeinde. Jetzt seid auch für die Kinderbibelwoche, für den Abschlussgottesdienst haben wir ein Video produziert. Es ist eher so eine Art Dia-Show geworden, weil wir zu faul waren. Wir haben da vorher schon ganz viele Videos gedreht. Deshalb haben wir da einfach nur so eine Fotostory gemacht. Trotzdem ist es in einem MP4-Format, also ein Video im Endeffekt. Und ich wollte, glaube ich, schon mal so ein Video machen, wo ich zeige, wie ich in der Kirche Video-Equipment benutze. Video-Equipment. Also improvisiert. Das ist wieder mit OBS. Ich habe ja schon mal ein OBS im Live-Betrieb-Video gemacht. Infokarte da oben. Und jetzt zeige ich euch, was ich mache, damit ich das für den Gottesdienst morgen benutzen kann. Viel Spaß bei diesem Video. Für den Gottesdienst, den ich schon mal begleitet habe, das war ein Himmelfahrt, habe ich mir damals diese Bilder von der Homepage runtergeladen und da dann halt so 21. Mai Himmelfahrt eingeblendet. Und das will ich jetzt wieder machen, eine Folie am Anfang, weil das wird so ein Stationsgottesdienst. Ich meine, wir haben Corona, da können nicht so viele. Wir machen so einen Stationsgottesdienst. An meiner Station wird halt dieses Video gezeigt. Und das packe ich jetzt quasi in OBS. Ich zeige euch das jetzt nochmal genau. So, ich habe mein Lieblingsbearbeitungsprogramm aufgerufen und Paint, lustig, oder? Ha. Und habe jetzt dieses wunderschöne Bild einfach fertig gemacht und... Das mache ich jetzt als 10. Szene und Hotkey in OBS und dann mache ich dieses Video als Szene und Hotkey in OBS. Muss ich später einen Knopf drücken und dann spielt das Video ab. Ja, dafür öffnen wir jetzt erstmal OBS und dann können wir uns hier unten Szene erstellen. Wie nennen wir die Szene? Wir nennen die Szene Vorhang. Okay. Und hier hat sich die Szene jetzt geöffnet, da muss jetzt was rein, und zwar ein Bild. Da suchen wir jetzt nach. Da dürft ihr jetzt nicht reingucken in meine geheimen Bilder. Da, Gottesdienst 9.8. Öffnen und dann haben wir es hier drin. So, jetzt ziehen wir es groß. So, so passt es. 16:9 Format. Jetzt müssen wir hier wieder eine Szene erstellen, und zwar wie... Oh Gott, ich kann nicht schreiben. Video. Lull. Und da fügen wir dann auch jetzt einfach dieses, ich hoffe, dass die Kamera nicht die ganze Zeit läuft. Da fügen wir jetzt das Video ein und dann zeige ich euch noch kurz Hotkeys, aber das, habe ich das in dem Video oben Infokarte? Ich habe euch das gezeigt im Video. Guckt das Video, ich zeige euch das nicht mehr. So, nach ein paar Tonschwierigkeiten habe ich es jetzt tatsächlich auch geschafft. Da musste ich auf Einstellung, auf erweiterte Audio-Eigenschaften. Dann musste ich hier bei der Medienquelle anzeigen. Okay, ich habe jetzt aufs Falsche gedrückt, aber hier auf Monitor und Ausgabe, weil es sonst nicht funktioniert hat. Aber jetzt kann ich hier, wenn ich unten einfach auf die Videoszene gehe, dass sich das dann ändert. So, muss ich aber jetzt stoppen. Nicht, dass irgendwelche Gesichter zu sehen sind, weil das wollen wir nicht. Ich werde es uns angezeigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Kirche und dann zeige ich euch dann, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse oder Zeit habe, den Aufbau. Yes. So, seit der Veranstaltung sind wir jetzt schon... Veranstaltung? Was für Veranstaltung? Bin ich echt doof. So, nach diesem kleinen Gottesdienst ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Es war gestern Morgen, jetzt haben wir Montagabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Teilt das Video, liked das Video, abonniert diesen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Aktiviert die Glocke, was kann man noch sagen? Ihr wisst, was man mit so einem YouTube-Kanal machen kann. Ciao!